Ja, ich tue ja auch was dafür. Aber finden Sie es in Ordnung, dass ein Handwerksmeister aus einer bundesdeutschen Großstadt so viel verdient, dass er im Monat kaum über die Runden kommt und Sie Billiarden besitzen, Milliarden von Häusern in jedem Land der Welt, Privathäuser, hunderte Yachten, 500 Yachten und schlossartig wohnen, während ein Handwerksmeister aus einer bundesdeutschen Großstadt finanziell kaum über die Runden kommt im Monat? Liebe Frau Maischberger, möchten Sie jemand, der eine weltweit einflussreiche Firma leitet, mit Millionen von Angestellten, der Brunnen auch baut in Afrika, der Autos in alle Welt versendet, vergleichen mit einem Handwerksmeister aus München, der von 8 bis 19 Uhr Wasserhähne repariert? Bei allem Respekt, ich nicht.